Herzlich willkommen, liebe 1000 PS-Fans, auf der Motorradmesse in Dulln 2015 am Stand von Batterieprofi mit unserem Reifenservice-Mann von den Grillpartys, Alex Bauer. Servus, Alex. Servus, Code. Ich habe ein bisschen den Überblick verloren mit eurer Expansion. Wie viele Filialen habt ihr mittlerweile und wo sind die? Wir haben jetzt mittlerweile 4 Filialen. Wir haben voriges Jahr um 2 Filialen erweitert. Die Filialen sind unsere Stammfiliale ist im 9. Bezirk auf der Rosauerlände, unsere zweite Filiale auf der Hirstädtner Straße im 22. Bezirk, die dritte Filiale im 10. Bezirk auf der Gudrunstraße 170 und unsere vierte Filiale ist im 23. Bezirk, wo wir auch den Großhandel haben, wo wir sehr viele beliefern, ist im 23. in der Eduard-Kittenberger Gasse Nummer 95 bis 97. Das heißt, wenn die Batterie jetzt einmal Meier ist, seid ihr so gut verteilt, da könnte ich das Motorrad auch hinschieben. Ganz genau, ja. Nicht nur die Motorräder, auch für Autos, wir haben und LKWs, Solaranlagen, alles. Wir haben alles auf Lager. Wir haben über 6000 Batterien auf Lager. Die Batterie wird sofort eingebaut von unserem geschulten Personal. Ja. Und die alte gleich entsorgt. Die alte Batterie natürlich, ja. Okay. Was habt ihr da jetzt speziell für Angebot? Batterien, das ist sowas, das ist halt drin im Motorrad, ja. Was sich jeder denkt, wurscht. Ja. Aber ich habe am Ring gesehen, da ist gestanden, ich glaube, eine 5 Kilo Batterie. Ja. Und eine, die, glaube ich, ein Kilo gehabt hat oder was. Ja. Was habt ihr da für Marken und für Modelle? Also wir haben die verschiedensten Marken. Einer unserer Hauptmarken ist, wie man hier sieht, also wir haben jetzt da die Motorradbatterien ausgestellt, ist Vata. Ist Exide. Wir haben heuer neu im Programm auch die komplette Yuasa-Palette, trocken, genauso wie die Fließbatterien. Wir haben weiter unten die komplette Harley-Range, also die kompletten Harley-Batterien und auch die leichten Shido-Batterien, quasi Lithium-Ionen-Liffe-Po-Batterien, wo uns dann unser Techniker, Christian Dillinger, aber auch unser Verkaufsleiter ist, gerne ein paar Dinge auch dann dazu sagen kann und will. Okay, na dann holen wir ihn gleich her und gehen wir ein bisschen in Medias Res, wie wir Studierten sagen. Servus, hallo. Servus. Du erklärst uns ein bisschen jetzt den technischen Hintergrund. Was ist jetzt der Vorteil oder der Unterschied zwischen einer schlechten Batterie und einer modernen, guten Batterie? Eine schlechte Batterie ist für uns gut, weil da ist hin, dann können wir neu verkaufen. Shido-Batterie ist halt einfach ein Wahnsinn für die Rennmaschinen, weil das Gewicht aber genial ist. Ja. Kannst du mal heben? Und jetzt nehmen wir nur die kleinste mal zum Vergleich. Also da tut sich was. Wahnsinn. Und braucht da genau wenig Spannung, also die kannst du wegstarten immer wieder. Ist Lithium-Ionen-Technologie. Nichtsdestotrotz, wir haben aber für alle Bike eigentlich die richtige Batterie. Ja. Und wie ist es mit dem Laden? Jetzt weiß ich nicht, tiefe Entladung oder wie man das nennt, wenn ich es jetzt stehen lasse im Winter oder so. Braucht ihr da irgendwelche speziellen Geräte? Könnt ihr so Batterien quasi reaktivieren, wo man schon glaubt, die sind quasi kaputt? Oder? Wir können jede reaktivieren, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. Bei der ist es so, dass wir extra Ladegeräte haben. Es gibt auch spezielle Ladegeräte, die wir auch verkaufen im Zubehör. Ja. Also reaktiviert kann es werden. Ja. Okay. Und wie schaut es da preislich aus? Was kostet jetzt quasi die leichteste, modernste, beste Batterie? Also von den Preisen her, ich sage jetzt einmal, wenn man so die klassische Motorradbatterie hernimmt, ja, so zum Beispiel YDX 9 PS, ich weiß nicht, ob euch das jetzt was sagt, das ist so die Standardbatterie, da kostet, ich sage einmal, die Lithium-Ionen circa das Doppelte. Also die Standard, also so Water-Fließtechnologie, sind wir circa, ich sage jetzt einmal vom Preis her, bei 49 und die kostet dann 99. Nur zum Laden möchte ich noch was sagen. Der Vorteil bei der Shido-Batterie, ich vergesse zum Beispiel über die Nacht das Licht abzudrehen oder die Zündung auf Dauer. Ich fahre dann nach 3-4 Tagen Batterie komplett leer, schwer. Ich muss dann laden, manchmal die Standardgeschichten 12 bis 24 Stunden. Die Lithium-Ionen ist in 6 Minuten voll geladen, auch wenn sie voll entladen ist. Ja. Ja. Also das ist echt der Hammer, also das ist ein Wahnsinn, ja, in Wirklichkeit. Ja. Und wie schaut es mit der Lebensdauer aus? Ist eine Batterie irgendwann dann komplett meier? Irgendwann ist alles kaputt, ja. Gott sei Dank, sonst hätte man kein Geschäft machen. Aber der Schnitt einer Motorradbatterie, wenn man sie halbwegs pflegt über den Winter, liegt zwischen 3 und 5 Jahren. Mhm. Ja. Wir haben genauso auch Kunden, der kauft sie alle Jahre neu, weil er nichts tut. Ja. Der stellt im Herbst eine, im Frühjahr außer, hat vielleicht noch das Licht brennen lassen,
die Batterie komplett leer und im entladenen Zustand habe ich schwerste Sulfatbildung, also jetzt nicht in der Shido, sondern in die NAS-Batterien. Und dann kann ich es wegschmeißen. Mhm. Aber es gibt Leute, der sagt, ich kaufe mir jetzt eine neue, dann habe ich keine Probleme. Aber im Schnitt 3 Jahre ist überhaupt kein Problem. Und wir haben, wenn du wirklich einen Pfleger hast, 7, 8 Jahre, wir haben sogar schon 10 Jahre gehabt, ja, in Wirklichkeit. Naja, gut, zum Saisonstart kommt eh der eine oder andere drauf, dass das Motorrad nicht mehr anspringt. Ja. An all diese schaut es vorbei in einer der 4 Filialen oder bei der Grillparty, dann kann man sich mit euch ja gleich einmal ein bisschen ganz unterhalten. Ganz genau, ganz genau, ganz genau. Danke, Ben. Okay, danke. Ciao. Super, danke.